Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt F1 2014. Wir befinden uns in Bahrain. Das ist der Wüstenstaat Abu Dhabi. Was erzähle ich hier? Der Wüstenstaat Bahrain, glaube ich. Wie heißt die Strecke? Meine Güte, ich bin voll neben der Spur gerade. Na, ist ja auch egal. Die Strecke habe ich relativ gut trainiert. Gebe ich offen zu, in vielen, vielen Vorgängern. Allerdings haben die ein bisschen beim Streckenlayout umgestellt. Ich bin mir nicht mehr so 100% sicher. Es gibt einmal die lange Variante, wo es oben rum geht, und dann gibt es die kurze Variante. Und ach du lieber Himmel, das ist auch noch ein Nachtrennen. Okay. Gut, dann ja, machen wir mal unsere Premiere hier im Nachtrennen. Habe ich das schon mal nachts gefahren? Oh, ich muss aufpassen, da ich dann nicht gleich die Grid Autosport Variante fahre. Oh, oh. Teamkollegen sowohl im Qualifying als auch im Rennen schlagen willst. Er hat das gleiche Auto. Ihr habt also ähnliche Voraussetzungen. Hier kannst du sehen, wie du im direkten Vergleich mit ihm. Tja, ich glaube, es dauert nicht mehr lange und er schlägt uns. Ja. Dass man das nicht ausschalten kann, das nervt mich ein bisschen. Das ist jetzt das dritte Rennen, jetzt hier erklären wir immer noch hier das komische Zeugs da. So, boah. So, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Alonso uns richtig zusetzt. So, hoch. Balance. Ich gehe hier absolut wieder dieses brutale Setup. Ist eine moderne Rennstrecke. Sollte eigentlich drin sein. Die sollte so eben sein, dass wir da keine Probleme kriegen. Gibt's F&E-Ziele? Regen gibt's keins. Okay, wir haben das Auto leicht verbessert. Ja, und alle Einstellungen sind wieder gemacht. Wir fahren, wie gesagt, nachts. Wir fahren mit harter Reifenmischung. Und ich mache jetzt hier Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn es ums Qualifying geht. Bis gleich. Ja, das war mein Training. Ich bin ganze 3 Runden gefahren, weil ich die Strecke einigermaßen kann. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass ich so in die Box gefahren bin und habe eigentlich gedacht, dass Alonso, Rosberg, Ricciardo, Vettel, dass die mich alle noch schlagen, aber irgendwie kommt von denen nichts mehr. Das heißt, die sind Runde um Runde um Runde um Runde gefahren, aber die wurden nicht schneller. Also ich habe jetzt mehr oder weniger die Hoffnung, dass vielleicht noch irgendeiner in den letzten 5 Minuten schafft, an mir vorbeizuziehen, aber dem wird wohl nicht so sein. Nö. Ja, deshalb bin ich im Training dann wieder mal Zweiter. Alonso ist Dritter. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es Qualifying zu bieten hat, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Qualifying ein bisschen anders aussieht. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Allein durch unsere Entwicklungsarbeit haben wir allerdings den Leistungsstand von unserem Auto ja schon ein bisschen beeinflusst. Entwicklungstest haben wir ja geschafft. Und von daher gehe ich stark von aus, dass wir mittlerweile ein stärkeres Auto haben. So, ihr seht es hier. Ich bin ein paar Runden gefahren und Reifenabnutzung 90%. Ja, ich gehe mal in den Motor rein. Und stelle schon mal ein paar Sachen so vor ein. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal raus und versuchen direkt mal eine Qualifying Lap zu fahren hier in Bahrain. Bin mal gespannt. Ich glaube, jetzt habe ich es auch. Manama, ne? Ist Manama hier der Ort, wo die Strecke ist? Hm.
Ja, die Strecke liegt mir komischerweise sehr, aber das liegt, wie gesagt, auch daran. Ich bin diese Strecke hier bis zum Erbrechen gefahren, genauso wie Melbourne. Alles, was irgendwie in Formel 1 Spielen dazu taugt, die Saison zu eröffnen oder irgendwann mal die Saison eröffnet hat, bin ich garantiert schon zigtausendmal gefahren, weil ich hatte bisher immer so dieses, wie soll ich sagen, ich starte die Saison neu, ja, bis ich Let's Player wurde, seitdem fahre ich auch mal eine Saison durch. Weil es gibt ja diese Rennen, die ich nicht mag, die kommen alle noch, keine Angst, und das sind die Rennen, in denen ich dann ablose, ohne Ende. So, sind die Reifen warm? Ich habe das Gefühl, die Reifen sind nicht warm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie mein Training auszahlt, jetzt auch in Formel 1. Ich habe mich ja mit diversen Fahrtechniken und weiter auseinandergesetzt für Crit Autosport, was ich auch in Formel 1 anwenden wollte, aber mir irgendwie nicht so gelungen ist mit dem Lenkradumstieg. Und jetzt hier fruchtet es. Wir kommen auch mal in den achten Gang. Absoluter Wahnsinn. So, ich bin mal gespannt. Die erste Zeit, die wir in Asphalt kleistern. Was wir hinkriegen. Ich bin überrascht, wie dieses Auto liegt. Das ist echt der Hammer. Die Tatsache, dass wir hier nicht noch Curse-Knöpfe drücken müssen und andere tausend Sachen machen müssen, die mir auf den Sack gehen, hilft mir persönlich, hier in Formel 1 schnellere Rundenzeiten zu fahren. Ich bin nicht so der Fan von 1000 Knöpfen, die ich drücken muss, während ich Rennen fahren soll. Wow. Wow. Also ganz im Ernst, wenn uns hier keiner schlägt, dann mache ich mir ernsthaft Gedanken, ob ich so viel besser geworden bin, dass ich auf Experte umschalten muss. Ah, Mist, der hat eine blöde Stelle gestanden. Das ist nicht mehr normal. Ein bisschen rausgetrieben worden hier. Und wieder ein bisschen rausgetrieben worden. Wie viel Sprit haben wir noch? Ja, eine Runde schaffen wir noch.
Ja, bin echt mal gespannt, ob hier... Ah, Rosberg. So, verbremst. Das wird nix. Das wird nix. So, Alonso ist allerdings hinter uns. Solange ich Zeiten fahre, die so im Bereich meines Teamkollegen liegen, denke ich, ist der Schwierigkeitsgrad hier richtig für mich. Allerdings, wenn wir zu schnell sind im Vergleich zu Alonso, dann müssen wir uns Gedanken machen. Aber ich weiß, dass noch Rennstrecken kommen. Da müsste ich auch fortgeschritten schalten, um da einigermaßen mithalten zu können. Wobei das Fahrverhalten dieses Autos, das ist so grandios. Das Fahrverhalten von diesem Auto ist so grandios. Dass ich mir fast zutraue. Ja, gut. Wir haben Hamilton vor uns, wir haben Rosberg vor uns, wir haben Alonso hinter uns. Wir gucken uns mal die Zeiten an. Nicht zu viel versprechen. Nicht zu viel versprechen. Sonst kommt am Schluss was bei raus, weil ich hinterher bereue. Nee, Experte ist, also Experte war nie wirklich mein Schwierigkeitsgrad. Da muss ich so dermaßen ans Limit gehen, dass ich so viel Fahrfehler mache, dass ich am Schluss letzter werde. Fast noch, ne, es ist eine halbe Sekunde. Aber wenn ich auf Experte schalte, das ist keine halbe Sekunde, das ist Minimum eine Sekunde. Na komm, was soll's, wir lassen es mal so. Mal gucken, wo das Ganze endet. Ich meine, wir stehen nicht ganz vorne. Wir haben mit Ferrari ein Top-Team, aber kein absolut Top-Team, sondern, also ich meine, guckt euch an hier. Vettel, Ricciardo ist hinter uns, also von der Aufteilung her passt's. Es ist nicht so, dass es absolut unrealistisch ist, wo ich hier rumfahre. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass ich eine halbe Sekunde schneller bin als Alonso. Okay, das gebe ich zu, aber das ist auf eine Runde gerechnet. Das schaffe ich im Rennen nicht. Im Rennen wird er mich platt machen, weil er viel konstanter fährt. Darum geht's. Oh Mist. Ich wollte ja gucken, wer rausgeflogen ist und habe einfach weiter gedrückt. So, gucken wir jetzt nochmal, wer rausgeflogen ist. Rausgeflogen ist der, der hier nicht dabei ist. Ich glaube, hier sind nicht dabei die Caterhams, die Bianchis und Chiltons. Und ich weiß nicht, wen es noch erwischt hat. Mist, war ein Fehler von mir. So, wir haben eine Viertelstunde. Die haben schon die weichen Räder beigeholt. Die Räder, die wir jetzt fahren, das sind die Räder, mit denen wir dann später auch das Rennen starten müssen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal rausfahren, werden die Räder schonen. Wir werden dann versuchen, eine schnelle Runde zu fahren. Und lass uns dann gut sein. So, wir müssen so schnell fahren, dass wir die Räder warm halten.
und so langsam fahren, dass wir sie nicht abfahren. Jo, der fährt mich fast über den Haufen da. So, wen haben wir sonst noch hinter uns? So, ich versuche die Räder warm zu halten. So, wir versuchen jetzt auf die schnelle Runde zu gehen. Ich war gerade ein bisschen konzentriert, damit wir alles richtig machen. So, ich riskiere gerade viel. Push richtig rein. So würde ich aber das Rennen nicht fahren wollen. Das gebe ich ganz offen zu. Oh Mist. Nicht in einem guten runden Rhythmus rumgekommen um die Kurve. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel Zeit verloren gerade. So, ich gewöhne mich langsam so ein bisschen an den Motorensound. Finde den gar nicht mehr so abgrundtief schlimm wie noch zu Beginn. Okay, wir hängen noch eine Schnelle ran. Wow. Okay, langsam wird es ein bisschen zu extrem. Eigentlich mache ich gerade Blödsinn. Ich muss Räder schonen. Das sind die Räder, mit denen ich mich qualifiziere, mit denen ich ans Rennen starten muss. Wie Pole geht's aus dem nächsten Qualifying Stint. Puh. Gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass ich die Räder hier nicht komplett verheiz. So einen leichten Gelbstich haben die Hinterräder, glaube ich schon. Aber die Zeit war verdammt gut. 1,37,4, alter Schwede. Also nee, das geht nicht. Also wenn ich hier wirklich auf Pole Position fahren sollte, dann muss ich irgendwann umstellen auf Experte, das geht so nicht.
Ferrari ist gut, aber so gut sind die dann auch wieder nicht. Wobei, es kommt halt immer drauf an, wo Alonso liegt. Wenn wir Alonso knapp schlagen, soll es mir recht sein. Wenn wir Alonso wirklich wegbieten, mit über einer Sekunde Vorsprung, dann, nee. Dann geht das nicht. Ja, und den haben wir hier fast mit einer Sekunde. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. So, mal gucken, wer es nicht geschafft hat, weiterzukommen. Und dann bin ich echt mal gespannt, was die Kollegen hier fahren im nächsten Qualifying-Stint. So, raus sind Daniel Kwiat, Esteban Gutierrez, Romain Grosjean, Adrian Sutil, Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg. Und wir starten rein ins Q3. Und, oh Gott. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Murfesausen davor. Hoffentlich werden wir hier nicht Erster. Also, da müsste ich mich aber extrem gesteigert haben seit meinem letzten Formel 1 fahren. Ganz im Ernst. Das ist nicht normal, dass ich so gut unterwegs bin da vorne. So, wir fahren raus. Frischer Satz Räder, der definitiv zurückgeht, auf dem starten wir nicht. Den können wir richtig rannehmen, richtig verheizen, richtig kaputt fahren. So, das erste, was wir machen, ist, dass wir die Räder warm fahren jetzt erstmal. Warm fahren mache ich ganz einfach, indem ich Gas gebe, allerdings nur Halbgas, nicht voll durchdreht. Das heißt, ich fahre zügig. Und flott, aber nicht so, dass wenn irgendwelche Begrenzer oder Traktionskontrollen reinfahren, damit eben die Räder nicht durchdrehen, damit die sich zwar aufheizen, aber kein Gummi verlieren. Sonst haben wir die oberste Schicht weggerubbelt und das ist die, die uns Grip verleiht. Für die kommende Qualifying-Runde. So, los geht's. Auf dieser Geraden stelle ich schon um, weil die kommende Kurve hier für mich definitiv dazuhört. Einen Schwung mitzunehmen hier auf Startziel. Oh oh. Sehr viel Traktionskontrolle. Nicht gut erwischt die Kurve hier. Gar nicht gut erwischt. Scheitelpunkt nicht bekommen. Nicht weit genug nach innen geschafft in der Kurve.
Hier auch viel zu weit außen. Hier endlich mal wieder rangekommen. Wow. Wow. Jetzt wird's langsam abartig. Tja, ich sehe mich schon im nächsten Rennen hier auf Experte fahren. Ich glaube, ich bin zu gut geworden. Früher war Profi genau der Schwierigkeitsgrad, wo ich so schnell war wie meine Teamkollegen. Weil früher musste man Getriebe einstellen, hat Cars benutzt. Und ich hatte ein anderes Lenkrad. Alter, ich bin nochmal schneller, das gibt's doch nicht. Bitte KI, tu irgendwas. Nee, das geht nicht. Zumindest Bahrain müssen wir in Zukunft auf Experte fahren. Und Melbourne müssen wir in Zukunft auf Experte fahren. Ja, uns geht's Benzin aus und ich habe mich total verbremst, deshalb nehmen wir raus. Ich bin geschockt. Bin geschockt von meinen eigenen Zeiten und bin geschockt davon, dass ich vorne stehe. Also sollte ich die wirklich um eine Sekunde deklassiert haben hier, fällt mir nichts anderes ein, als auf Experte zu gehen, weil eine Sekunde ist ein Haufen Holz. Wobei, das ist nur das Qualifying. Im Rennen bin ich meistens, obwohl, nicht unbedingt. Ich war im Rennen auch schon teilweise besser. Also Monaco muss ich definitiv auf Profi fahren. Monaco kann ich nicht auf Experte fahren. Puh. Warum sind die eigentlich dunkelhäutig? Weil es hier Nacht ist, oder was? Also irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut. Nee, das ist too much. Komm, schlag mich noch einer, das ist too much. Ich kann mich darüber nicht wirklich freuen. Das ist die Pole Position. Damit hast du gute Chancen auf den Rennsieg morgen. Klasse gemacht. Aber das ist mein Problem. Also versteht ihr, das ist genau mein Problem. Schalte ich auf Experte, bin ich auf
50% der Rennstrecken dem Leistungsniveau des Autos hinterher. Heißt, Alonso fährt auf 5, ich stehe auf 12. Schalte ich auf Profi, bin ich dem Leistungsniveau des Autos ewig weit vorn weg. Heißt, Alonso fährt auf 5, ich stehe auf Pole und habe 1,7 Sekunden Vorsprung. Das ist mein generelles Problem bei Codemasters Rennspielen. Schon länger. Sagen wir es einfach so. Gut, nichtsdestotrotz, das war's Qualifying. Ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich hier total dominierend war. Ich denke, das Rennen wird ein bisschen anders laufen, hoffe ich zumindest, dass ich dort nicht auch so dominiere. Ich werde natürlich alles geben, um es zu dominieren, weil ich will mich ja auch nicht hier absichtlich zurückfallen lassen, unter Wert verkaufen und so weiter. Also ihr versteht, was ich meine. Also das nächste Rennen, wo ich sage, die Strecke kenne ich, schalte ich auf Experte, glaube ich. Also Kanada ist so eine Strecke, da schalte ich, glaube ich, auf Experte. Und es gibt noch ein paar andere, wo ich eventuell auch auf Experte schalte. Weil, also ich meine, das 1,5 Sekunden schneller oder 1,7 Sekunden schneller als Alonso, das geht einfach nicht. Nichtsdestotrotz, wir lassen das Team mal ein bisschen feiern. Wir gucken uns die Abspannsequenz an, wo wir dann bejubelt werden, gefeiert werden und so weiter. Im Rennen wird man von uns nichts anderes erwarten als den Sieg und mal gucken, ob wir den umsetzen können, weil die anderen sind ja auch nicht langsam und ich werde langsamer sein. Qualifying-Runden nacheinander runterschrauben mit 1,36er Zeiten schaffe ich definitiv im Rennen nicht. Da werden wir Plätze verlieren und das war ein Eigentor, dass ich hier so gut gefahren bin. Weil, ja, ich werde das Teamziel verfehlen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier gewinnen werde. So, nichtsdestotrotz, ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Klickt morgen wieder rein, wenn's Rennen kommt. Bis dahin noch viel Spaß. Macht's gut. Bye, bye. Tja. Wir werden es noch bereuen, dass wir Erster waren.